Nächster Redner ist Hubert Fuchs von der FPÖ, erster Finanzsprecher. Frau Präsidentin des Rechnungshofes, noch eine Anmerkung zum Klubobmann Schieder. Also wenn man ihm so zuhört, dann glaubt man ja fast, dass es eine Alleinregierung der ÖVP gegeben hätte und der Kollege Schieder überhaupt nicht beteiligt war an der Regierung. Und eine weitere Anmerkung, die Gerechtigkeitslücke, die möchte die SPÖ mit neuen Steuern schließen. Man kann aber auch Einsparungen tätigen. Aber Gerechtigkeitslücken ausschließlich mit neuen Steuern zu finanzieren, das ist nicht unser System. Ich würde auch die Abschaffung der kalten Progression nicht als Wahlzuckerl bezeichnen, weil in Wirklichkeit ist die Abschaffung der kalten Progression, dass wir der Bevölkerung das zurückgeben, was wir ihnen vorher ohne Gesetzesbeschluss weggenommen haben. Und wenn ich etwas zurückgebe, was ich vorher weggenommen habe, dann kann das nie ein Wahlzuckerl sein. Um die kalte Progression abzuschaffen, bedarf es lediglich eines Absatzes im Einkommensteuergesetz. Die Bundesregierung war aber nicht einmal in der Lage, diesen einen Absatz zu formulieren. Und daher ist es auch kein Wunder, dass diese Regierung gescheitert ist. Im internationalen Vergleich sind wir mit einer Abgabenquote von über 43% noch immer Spitzenreiter in den Höchststeuerländern. Österreich gehört zu den wenigen Ländern der EU, denen die EU-Kommission sowohl für 2017, aber auch für 2018 Reallohnverluste prophezeit. Nur durch die Abschaffung der kalten Progression kann man den Mittelstand dauerhaft und auch real entlasten, aber nicht durch neue Steuern wie zum Beispiel die investitions- und standortfeindliche Maschinensteuer der SPÖ oder vielleicht eine Einführung der Erbschafts- und Schenkungssteuer, die zwar derzeit mit 1 Million begrenzt wäre, aber wir wissen, bei 1 Million wird das Steueraufkommen so gering sein, dass die Administration mehr kostet als das Mehraufkommen und sukzessive wird dann die Grenze gedrückt und letzten Endes bleibt wieder der Mittelstand hängen und diese Erbschafts- und Schenkungssteuer wird den Mittelstand dann wieder massiv belasten. Und obwohl die SPÖ und die ÖVP der Bevölkerung immer wieder erklärten, dass die kalte Progression abgeschafft werden muss, fehlte der schwarz-roten Regierung bisher der Mut, aber auch der Fairness, diese Lücke zu schließen. In Wirklichkeit will die SPÖ weiterhin die Möglichkeit haben, im Rahmen von Steuerreformen Geld zu verteilen, das die SPÖ den Steuerzahlern vorher weggenommen hat. Und damit es in Zukunft nicht mehr die Möglichkeit gibt, Steuerreformen auf Kosten der Steuerzahler zu machen, stelle ich folgenden Antrag zur Abschaffung der kalten Progression und freue mich sehr, dass auch NEOS auf unseren Antrag draufgegangen ist. Entschließungsantrag des Klubobmanns Strache, Strolz, Fuchs, Schellhorn betreffend Abschaffung der kalten Progression. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Finanzminister, wird ersucht, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorlage vorzulegen, die die kalte Progression abschafft. Dabei sind die Steuertarifstufen des § 33 Absatz 1 EStG an die Inflation zu koppeln und künftig per Verordnungsweg einmal jährlich zu erhöhen. Die Verordnung ist spätestens bis 30. Juni eines jeden Kalenderjahres im Bundesgesetzblatt kundzumachen und gilt für die jeweiligen Tarifstufen ab 1. Jänner des Folgejahres der Kundmachung. Hubert Fuchs, der Finanzsprecher der FPÖ, fordert die Abschaffung der kalten Progression. Die FPÖ bringt dazu einen Antrag ein.